Servus und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch eine Methode zeigen, wie ihr mit Amazon Prime Video Geld verdienen könnt, indem ihr andere Leute einladet, die noch kein Amazon Prime Video nutzen. So, jeder von uns kennt Amazon. Die meisten von uns bestellen wahrscheinlich jeden Monat regelmäßig da bei Amazon, aber die wenigsten von uns verdienen mit Amazon Prime Geld oder mit dem Prime Video Programm Geld. Deswegen zeige ich euch heute die Methode, wie ihr das Ganze machen könnt. Bevor wir damit anfangen, liked schon mal das Video, lasst ein Abo da, damit ihr in Zukunft sowas nicht mehr verpasst. Alles klar. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Die Seite heißt partnernet.amazon.de und wie wir hier schon sehen, wir verdienen 3 Euro für jede vermittelte Mitgliedschaft von Prime. Sprich, wenn ihr irgendjemanden einladet, der noch kein Amazon Prime Kunde ist, bekommt ihr 3 Euro für jede vermittelte Provision und ihr könnt euch hier im Prinzip bei kostenlos mitmachen. Einfach klickt hier drauf. Meldet euch geschwind an mit eurem Amazon-Konto. Und das Coole an der ganzen Sache ist, ihr könnt nicht nur Geld verdienen, indem ihr jetzt zum Beispiel Amazon Prime-Mitgliedschaften bewerbt, sondern wenn ihr jetzt zum Beispiel hier über den Link geht und ihr auf die Seite kommt, könnt ihr auch einfach ganz normale Produkte empfehlen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einen neuen Monitor gekauft habt und ihr sagt, boah, das ist der beste Monitor, den ich jemals im Leben hatte. Und euer Kollege ist gerade zufällig da und er sagt, Alter, Bruder, der Monitor, den finde ich echt richtig fetzig, wo hast du den her? Dann sagt er einfach zu dem, hey, völlig easy, ich habe mir den auf Amazon geholt, so. Und du kennst Amazon, ich meine, ihr müsst nicht mal sagen, dass du Amazon kennst, ich meine, jeder kennt Amazon, ja. Wer es nicht kennt, der lebt hinterm Mond, so. Und da macht ihr einfach euren Link, ihr könnt im Prinzip jedes Produkt, soweit ich weiß, von Amazon einfach bewerben, dann kriegt ihr einen speziellen Affiliate-Link für dieses Produkt und dann schickt ihr einfach den Link an euren Kollegen, sobald er sich über den Link anmeldet und das Produkt halt kauft, bekommt ihr eine Provision. Es ist je nach Kategorie, kriegt ihr verschiedene prozentuale Anteile, bei manchen sind es vielleicht nur 5%, aber das kann hochgehen bis zu 12%, soweit ich weiß. Genau, verdienen durch qualifizierte Käufe und Programme bis zu 12% Vergütung. So, meiner Meinung nach echt eine krasse Sache. Ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch einen neuen Smart TV kauft, ja, für 1000 oder so auf Amazon und eure Buddies hocken da gerade da und sagen, Alter, das ist der geilste Fernseher, Mann, ich will den auch haben, wo ist denn her? Jungs, keine Sorge, ich schicke euch den Link in die Gruppe, kauft einfach den Fernseher. Wenn ein paar Leute den Fernseher kaufen und das Ding kostet vielleicht ein Tausender und ihr kriegt, sage ich mal, 7 oder 8%, dann habt ihr ein paar hundert Bucks verdient, nur weil jemand über euren Link auf Amazon was gekauft hat. Das Gute an der ganzen Sache ist, ihr müsst Leute nicht groß davon überzeugen, dass die Seite kein Scam ist oder sonst was. Ja, das ist nämlich oft so eine Sache, wenn ihr jetzt Affiliate-Marketing oder sowas macht, die Leute müssen erstmal überzeugt werden, ist es wirklich vernünftig, werde ich da nicht irgendwie abgezockt oder so, geht mein Geld vielleicht verloren, sondern bei Amazon sind sich die Leute immer sicher, okay, wenn ich da irgendwas bestelle, kriege ich entweder mein Produkt geliefert oder ich kriege mein Geld zurück, wenn mich irgendeiner versucht hat zu verarschen. So. Also, eine echt gute Sache, wenn ihr jetzt natürlich eine Sache habt wie ein Blog oder eine Webseite, eine Social Media Präsenz oder was auch immer, ist es natürlich von riesen Vorteil, weil ihr dann einfach den Affiliate-Link nehmen könnt, unten in die Beschreibung reinballert. Sobald Leute draufklicken, bekommt ihr Geld von der ganzen Geschichte, aber es funktioniert auch prima im Freundeskreis. Vielleicht fragt eure Mom euch, wo hast du genau das und das her? Ah, hier Mutti, komm, schicke ich dir den Link und du kaufst ein. Im Endeffekt, Leute bestellen ja eh die ganzen Sachen. Die zahlen ja dadurch nicht mehr Geld. Nur weil ihr jetzt zum Beispiel, sag ich mal, 12% Provision kriegt, so wie es jetzt hier angezeigt ist, heißt ja nicht, dass euer Kumpel plötzlich 12% mehr für den Fernseher zahlen muss. Nee, der zahlt so oder so den Preis X für das Produkt Y. Und sobald der Kauf abgeschlossen ist und Amazon sieht, ah, der Käufer kam über deinen Affiliate-Link, den du speziell bekommen hast, dann bekommst du deine Provision. Das heißt, niemand zahlt irgendwie mehr. So sind wir doch niemand abgezockt oder sonst was, weil es ist eine Win-Win-Situation. Wenn ihr jetzt richtig schlau seid, geht ihr vielleicht einfach zu irgendjemandem hin. Zum Beispiel, keine Ahnung, ihr kennt einen Kindergarten in der Nähe, der zum Beispiel, was weiß ich, jeden Monat irgendwelche bestimmten Sachen bestellt, weil es halt immer Spielzeug oder so brauchen für die Kinder, ja? Weil die immer irgendwelche Sachen kaputt machen. Und ihr habt zum Beispiel eine Hundeschule in der Nähe, wo immer ganz, ganz viele Hundespielsachen kauft, weil einfach die Hunde halt immer ziemlich rebellisch mit den Spielsachen umgehen. Ja, die haben vielleicht so ein Monatsabo.
Oder eure Mom bestellt zum Beispiel Windeln für euren kleinen Bruder oder eure kleine Schwester und bestellt in einem Monatspaket die ganzen Sachen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach den Link von euch mit den Leuten teilt und sagt, hey, kauf einfach über den Link ein, ich gebe dir einen prozentualen Anteil von, keine Ahnung was. Sagen wir mal, ihr kriegt 10% Vergütung, könnt ihr den Leuten einfach sagen, hey, ich habe eine coole Methode, wie du 3% jedes Mal sparen kannst bei deinem Monatsabo. Bestell einfach immer über meinen Link, ich kriege eine Affiliate-Provision und du bekommst davon 3% ab. Das ist so ein kleiner Tipp, den ich euch vielleicht mitgeben könnte, gerade wenn ihr zum Beispiel keinen YouTube-Kanal habt, so wie ich, oder keine Instagram-Seite oder sowas macht. Was ihr natürlich auch machen könnt, ganz ehrlich, TikTok ist eine kranke Sache mittlerweile. Ihr könnt ultra, ultra viele Leute erreichen. Sucht euch einfach ein cooles Produkt raus, wo ihr das letzte Mal auf Amazon gekauft habt. Keine Ahnung, einfaches Beispiel, ihr habt das Ding hier auf Amazon gekauft und ihr seid ultra überzeugt von dem Vitrex-Wasser. Ja? Dann sagt ihr den Leuten einfach, hey, ich bin davon übel überzeugt, aus dem und dem Grund, weil es einfach runter geht wie Wasser und Wasser geht runter wie Wasser. Okay, ihr versteht aber, was ich sagen will. Ja? Und dann haut ihr einfach euren Affiliate-Link unter die TikTok-Beschreibung und sagt, hier könnt ihr das ganze Ding kaufen, ich habe mir das immer auf Amazon geholt, mega coole Sache. Blablabla. Bla, bla. Ihr müsst Leute nicht davon überzeugen, dass Amazon gut ist oder sonst was, weil, wie gesagt, jeder kennt Amazon und sehr, sehr viele Leute werden wahrscheinlich das Produkt dann kaufen, weil es einfach, das ist auch so ein Ding. Über 70% der Leute glauben anderen Leuten im Internet, was die Leute sagen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Review macht über die ganzen Amazon-Artikel, dann werden die Leute euch sehr wahrscheinlich glauben, dass das eine coole Sache ist, weil ihr davon überzeugt seid und werden das Produkt holen. Fangt jetzt natürlich nicht an, irgendeinen Scheiß zu promoten oder so, sondern nehmt wirklich Sachen, wo ihr selber habt. Aber ja, das ist eine mega gute Sache, meiner Meinung nach. Testet das Ganze mal aus. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bevor ich jetzt da weitermache oder bevor ich das Video beende, schaut gerne unten mal in der Videobeschreibung vorbei. Ich packe euch den ganzen Link nämlich unten rein und noch ein paar andere Sachen. Danke fürs Zuschauen, so wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.